Hallo, meine Lieben, seid alle ganz herzlich begrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, so wie es aussieht und so wie es viele sagen, wird bald kein YouTube sein und kein Facebook mit christlichen Noten drin. So wie es aussieht, wollen die alles, was gegen Katholizismus und gegen diesen ganzen Kram ist, alles, was biblisch ist, aus dieser Linie rausnehmen. Und ich weiß nicht, wie lange noch wir uns hier sehen können. Manche haben mir gesagt, ob ich auf Telegram vielleicht nicht den Kanal öffne. Das weiß ich nicht. Also ich merke selber, dass in dieser Zeit Gott schweigt. Es ist nicht mehr so wie früher. Und ich merke, dass alles irgendwie belastend wird. Und man freut sich auf gute Gemeinschaft, man freut sich, wenn man zusammen beten kann, man freut sich, wenn man mit Geschwistern treffen kann, wo du ein bisschen stille Zeit auch haben kannst, denn alleine wird es immer schwieriger. Glückselig ist derjenige, der in der Familie so eine Stütze hat. Wer nicht, der hat es schwer. Und ich weiß, es gibt sehr viele Geschwister, die eigentlich einen ungläubigen Ehemann haben oder eine ungläubige Frau oder eine Partner, die nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Und das macht einen das Leben schwer. Und es ist auch schwierig. Du hast keine Beziehung in dem Sinne, du kannst nicht mitbeten, du kannst nicht machen. Und glückselig ist derjenige, der das hat und zu Hause in seiner vier Wände Gebetsgemeinschaft üben kann. Wir brauchen manchmal auch Kraft. Ich sehe das auch bei mir. Das Gebet fällt immer schwerer und man ist in dieser Erwartung. Denn man sieht, alles auf dieser Welt wird immer satanischer, dämonischer, okkulter und man sieht auch die Spaltungen, man sieht, dass die Leute so nicht mitkommen und nicht mitdenken und nicht mitfühlen und es ist immer schwieriger, immer ist schwieriger. Ich weiß es nicht, also ich habe mit Telegram noch nichts am Hut gehabt, aber ja, mal sehen, ob der Herr da mich da leitet oder ob er will, dass ich da noch was tue oder mache. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich habe heute Morgen gedacht, ich mache heute ein Abschiedsvideo. Und ich wusste jetzt nicht, soll ich meinen Kanal löschen? Soll ich das lassen? Soll ich mich verabschieden? Soll ich es nicht? Ich bin so in Zwiespalt. Und es ist nicht so einfach. Und natürlich habe ich das ein bisschen offen gelassen und ich habe gesagt, der Herr wird mich schon leiten, durch euch auch vielleicht, wer weiß, aber mal sehen, wie es kommt. Ich kann nichts festlegen, aber ich merke, der Herr schweigt, es wird immer weniger und ich merke auch bei anderen Geschwistern genau dasselbe. Lass mich kurz beten. Himmlischer Vater, wir loben, wir preisen dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, indem du uns gesetzt hast, dass wir leben, uns bewegen, uns atmen können. Wir danken dir für das Blut,
der über uns ist, für die Liebe, die viele Sünden gedeckt hat. Wir danken dir, Herr, dass wir Kinder sind, Erben sind und dass du dich so wirklich liebevoll uns annimmst. Herr, segne jeden Einzelnen, bewahre jeden Einzelnen, der hier auch auf diesem Kanal sich bewegt. Und lass uns wirklich auf dich schauen und warten, bis du kommst. Herr, wir loben dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, unser lieber Vater. Amen. Meine Lieben, ich war ein bisschen überrascht an der letzten Video über das Thema Wer bin ich? Da war ich ein bisschen überrascht, denn wir verkündigen, dass wir ein Leib sind. Also wir sind das Leib des Christus. Nicht Hunde, nicht Schafe, nicht Nachläufer, nicht Vorläufer, sondern wir sind sein Leib. Und da wundert mich immer wieder, wenn der eine sagt, wenn ich sein Leib bin, dann bin ich nicht er. Wie kann das gehen? Lass mich ein paar Bibelversen lesen aus 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist, wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Also das heißt, in diesem Leib gibt es viele Glieder. Aber es ist der Leib des Christus. Denn schließlich sind wir mit Christus gestorben und leben mit Christus in der Ewigkeit. Ja? Und es sind alle Glieder des Leibes. Es ist ein Leib, sagt Paulus. Es ist ein Leib. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Also nicht zu Buße getauft, sondern zu einem Leib getauft. Diese Taufe ist sehr wichtig. Viele denken, Taufe ist Taufe, Hauptsache Taufe. Nein, ich muss aus meinem ganzen Herzen bewusst getauft werden in seinen Leib. Wir seien Juden oder Griechen, warum? Weil es die Juden zu den Nationen gehören. Es gibt kein Israel, jetzt gibt es wieder, denn bald wird die 70. Jahrwoche anfangen. Die letzten 7 Jahre der 70. Jahrwoche anfangen und dann kommt der Herr öffentlich für alle. Ja, sei es Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Also durch die Taufe in seinen Leib werden wir zu Tempel Gottes, zu dem Haus des Vaters, denn der Haupt des Christus ist der Vater, somit ist er auch unser Haupt. Das können wir nicht bestreiten. Dann sagt er weiter, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nur der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Oder wenn der Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bleibe das Gehör? Wenn er das ganze Gehör wäre, wo bliebe das Geruch?
Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied werden, wo bleibe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Also das Haupt, und wer ist der Haupt? Jesus Christus. Also das Haupt kann nicht zum Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns Schwäche erscheinen, die nötigsten und die uns wenig ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderen Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib, Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringen Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Als ich gestern im Video gesagt habe, ich bin, der ich bin, hat man gesagt, oh, das kannst du nicht bringen. Meine Lieben, es ist uns eins nicht bewusst. Wir sind keine Schafe. Wir sind nicht eine Braut. Denn die Braut wird ein Leib erst nach der Hochzeit. Wir sind nicht Hunde, die hüten. Wir sind auch nicht einen Hirten, dem wir nachlaufen, sondern wir sind einen Leib. Und ein Leib zu sein, heißt Kopf, Haupt und Körper. Ein Haupt ist ohne Körper nichts. Und ein Körper ist ohne den Haupt auch nichts. Und Paulus erklärt uns eindeutig, dass wir das Leib sind. Wir sind sein Leib. Und meine Lieben, lasst mich euch fragen, wenn der Kopf eine Krone trägt, wenn der Kopf, der Haupt, einen Namen trägt über alle Namen, wenn der Haupt gekrönt ist mit Herrlichkeit, das heißt, dass das Leib nicht Anteil davon hat. Wenn ich in einer Firma eingestellt werde, dann sagt nicht mein Chef, nur ihr Kopf bitte einstellen, den Körper lassen wir zu Hause. Wenn ein König gekrönt wird, sagt man nicht, der Kopf wird gekrönt, der Körper wird aber in Müll geschmissen. Nein, wir gehören zu Christus, weil wir sein Leib sind. Und der Haupt ist ohne den Fuß. Wie eine Schwester geschrieben hat, ja, mein Zeh. Wenn ich heute sagen würde, ja, ich gehe zu Aldi, um Brot zu kaufen, dann sagt mein Zeh, nein, ich bleibe hier und spiele im Internet weiter. Oder guck mir einen Videofilm an. Oder ich lese mal ein paar Zeilen hier in diesem Buch. Nein, dann muss mein Zeh, mein Fuß, mein Hand, mein Körper mitgehen ins Aldi, um etwas einzukaufen. Mein Körper, mein Haupt und mein Körper gehören zusammen.
Und deswegen haben wir die Erstgeburtsrecht. Deswegen dürfen wir Engel richten. Deswegen sind wir über alle Namen gestellt, weil unser Haupt der Christus ist, der Ich Bin ist. Und es ist so, Paulus sagt hier, zwischen Glieder sollen keine Spaltungen sein. Man soll einträchtig in der Liebe miteinander, füreinander zu sein. Im diesen Leib des Christus. Man soll einander helfen, füreinander da sein, einander aufrichten und nicht hinrichten. Denn der Fuß braucht die Hand. Genau wie der Fuß braucht den Kopf, genauso wie der Haupt braucht den Fuß, genauso wie der Haupt braucht die Hand. Und der Haupt würde ohne Nieren, ohne Herz nicht funktionieren. Und das wissen wir. Und hier sagt aber Paulus auch, dass die Schwächeren, was heißt die Schwächeren? Die Versager im Leib, die werden erhöht. Ist schon interessant, oder? Es sind Glieder im Leib, die eigentlich so nicht lecker sind, aber trotzdem, die werden schön bekleidet, die werden mehr gepflegt und gebraucht als alles andere. Ja? Denen gibt man mehr Ehre, ja? Für die sorgt man auch mehr. Auf die achtet man mehr. Denn wenn diese nicht funktionieren, funktioniert das Körper auch nicht. Deswegen, Leute, auch wenn ihr so tief und manchmal euch so fühlt, als ihr unbrauchbar wäret, Gott braucht euch in seinem Leib. Ihr seid schwache Glieder, die aber mit großer Ehre betrachtet werdet. Man braucht im Leib alles, auch sag mal so, die Hand, den Zeh und. Aber entweder sind wir sein Leib oder wir sind Hunde, hier Schafe oder Katzen oder was auch immer. Entweder stimmt, was Paulus sagt, oder alles muss man sich nur bildlich einprägen und sagen, naja, das muss man nicht so ernst nehmen. Ich nehme es ernst. Wie du das nimmst, das ist deine Sache. Aber wenn ich der Leib des Christus bin und er mein Haupt, dann ist seine Herrlichkeit auch meine Herrlichkeit. Sein Name ist auch mein Name. Wisst ihr, dieser Finger zum Beispiel oder diese Hand zum Beispiel ist genauso Welthand wie hier mein Kopf. Genauso Weltern, wie ich selbst genannt werde. Da gibt es keinen Unterschied. Da sagt man nicht, bis hier ist Weltern und ab da ist futsch. Entweder oder. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, in welche Ehre und Herrlichkeit wir in Christus eingesetzt worden sind in dieser Gnadezeit. Wir sind nicht nur kleine Grashüpfer, sondern wir sind in Christus sein Leib. Und sein Geist waltet in uns. Also seid erfreut für diese Ehre, die Gott uns gegeben hat in Christus. Und vergisst nicht, dass Gott der Vater der Haupt des Christus ist.
überlegt, in welche Ehre Gott uns gestellt hat. Naja, der Zeh hat nichts zu sagen und meine Hand auch nicht. Kann ich alles abhacken, wegschmeißen? Brauche ich nicht. Hauptsache, ich habe einen Kopf. Aber mit dem Kopf allein werde ich nichts vollbringen. Egal wie gute Gedanken ich habe. Ich brauche eine Hand, um zu wirken. Ich brauche einen Fuß zum Laufen. Und ich brauche auch die schwachen Glieder, wenn ich mich entleeren muss. Und die muss ich dann extra saubern. Meine Lieben, es ist traurig, dass man es nicht begreift, in welche Position der Vater uns in Christus gebracht hat. Und es sagt nicht ich, sondern es sagt das Wort Gottes. Wenn ich von mir selbst das vormalen würde, dann würde ich sagen, okay, ihr habt alle recht. Aber denkt mal nach, lest mal nach. Entweder bin ich in Christus, es gibt kein Verdammnis mehr, die in Christus Jesus sind. Entweder in oder bist du Nachläufer, irgendwas oder so ähnlich. Ich bin in Christus. Was du bist, muss selber entscheiden. Ich bin getauft in seinen Tod und ich lebe in Christus mein Leben als Glied in seinem Leib. Und wenn der Haupt verherrlicht ist, dann ist das Leib auch mit verherrlicht. Es kann nicht sein, dass das Leib auf der Strecke bleibt. Überleg dir gut. Meine Lieben, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich noch Videos mache, ob ich lösche oder mache oder was auch immer. Aber betet, dass ich die richtige Entscheidung finde. Manchmal weiß ich nicht. Es tut mir leid, das zu sagen, aber es ist manchmal schwierig. Betet für mich, betet für uns, betet füreinander. Und seid ein Stütze. Unterstützt. Und tut nicht abrichten. Gott segne euch, bewahre euch, behüte euch. Und ich danke für eure liebevolle Kommentare, fürs Zuhören. Und denkt mal